Hallo, ich bin der Mario aus Suhl. Ich schraube für mein Leben gerne an Mopeds. Und das ist mein Vater. Ich bin der Rainer, bin auch aus Suhl. Schraube mit dem Mario hier zusammen. Und wir machen aus alten Mopeds machen wir neue und kriegen es auch immer gut hin. Und das wird eine Kaufberatung. Jetzt wollen wir euch mal die Unterschiede zeigen zwischen einem Bulgarien-Ungarn-Moped und einem, was in Deutschland die ganze Zeit gelaufen ist. Das hier ist nämlich eins aus Bulgarien, ein Moped. Das sieht man gut daran. Noch Originallack haben viele von denen, extrem ausgeblichen. Das ist nur nicht nur der Lack, der extrem ausgeblichen ist, sondern auch die Plasteteile, wie die Lampe. Dann ist hier auch ein Drosselungsauspuff dran, den erkennt man ganz leicht hier hinten an der Tüte, dass da so eine 45-Grad-Kante dran ist und keine Rundung, wie es bei den DDR-Auspuffen war. Achten sollte man auch auf die Reifen. Meistens sind da irgendwelche Reifen drauf, die sind hier überhaupt nicht verkauft worden. Da steht meistens Karussinov drauf oder irgend so was Ähnliches. Dann auch gucken, ob der Rahmen nicht krumm ist. Dann einfach mal unten einen Tank drunter fassen. Gucken, ob der Rahmen hier gerade ist, ob er auch keine Risse hat. Besonders hier vorne beim Steuerkopf oder hier unten beim Rahmenfuß ist auch immer ganz wichtig. Da sind sie auch ganz oft gerissen. Oder dass die ganze Sache nicht verschweißt ist, dass die Motorhaltebleche nicht mit dem Rahmen verschweißt sind oder der Fußrastenträger. Das sind immer alles so Anzeichen dafür, dass es ein Bulgarien-Moped ist. Und du erkennst auch, am Rahmen ist eine 5 eingeschlagen worden, über dem Dübenschild, weil die eben gedrosselt waren. Und hier bei uns könnte es sein, dass da Probleme gibt mit der Rennleitung. Aber das hat auch nicht jedes gehabt, die 5 da drüber. Bei manchen ist es gar nicht erkenntlich, da ist nichts auf dem Typenschild drauf und nichts auf dem Rahmen. Da ist es gar nicht erkenntlich. Das sieht man dann einfach nur am Zustand von dem Moped. Die haben ja die Teile nicht so gehabt. Und nachher ist viel improvisiert worden. Das ist halt sibirische Heimarbeit, was die da gemacht haben. Denen war es wichtig, dass die Dinge laufen und nicht, dass sie schön aussehen. Das KBA will dann meistens keine Papiere ausstellen. Die haben sich eine Liste angelegt, von wann bis wann, welche Rahmennummern das ungefähr waren. Und dann sagen die, naja, entweder kriegt man Papiere oder nicht. Und meistens kriegt man halt keine. Aber das Einfachste zu erkennen ist wirklich der Auspuff. Wenn er noch dran ist. Wenn er noch dran ist, ja. Und ansonsten auch vom Gesamtzustand her erkennt man dann schon. Zum Beispiel geschweißte Lenker habe ich bei uns noch nie gesehen. Aber von denen habe ich das dann sehr, sehr oft gesehen. Lenker abgebrochen, Lenker geschweißt. Das würde hier wahrscheinlich niemand machen. Also grundsätzlich empfehle ich den Leuten, sowas nicht zu kaufen, so ein Moped, außer es ist extrem billig gewesen. Wenn man sowas für 500, 600 Euro kauft, kann man das als Teilespender nehmen. Aber alles, was drüber ist, lohnt sich meistens nicht. Schon aus dem Grund, dass man keine Papiere kriegt. Wenn man Papiere dafür hat für das Moped, ist gut. Bei den meisten Händlern, die solche Mopeds jetzt verkaufen, die haben Blankopapiere. Ich habe mal welche davon. Die sehen so aus. Die füllen die dann selber aus, machen selber ihre Unterschrift rein und irgendeinen Stempel dazu, tun die dann mal in die Waschmaschine, dass sie alt aussehen, nicht mehr so neu. Das ist aber Urkundenfälschung. Darauf auf jeden Fall achten, dass solche Papiere nicht dabei sind. Das erkennt man sofort dran. Also wenn man das schon oft gesehen hat, ich wüsste das sofort. Was auch ganz oft ist bei Bulgarien, Ungarn, Mopeds, dass alles silber lackiert ist. Räder komplett silber lackiert, Gabel silber lackiert. Also alles, was silber oder verchromt war normalerweise, einfach silber lackiert, dass es ein bisschen nach was aussieht. Oder die Blechteile, wenn es nicht mehr Originallack ist, dass es eigentlich ziemlich gut lackiert wird, dass das Moped erstmal wieder nach was aussieht. Und dann wird es halt hier für teuer Geld verkauft. Also wenn ihr euch ein Moped kauft, müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass der Rahmen nicht verbogen ist. Das siehst du schon, wenn das Schutzblech zu nah am Zylinder ist, hat er mal irgendwie einen Auffahrunfall gehabt oder ist irgendwo dran gefahren. Das ist schon mal wichtig. Oder dass es zu weit weg ist. Oder zu weit weg. Dass er mit dem Moped im Wald gesprungen ist. Wenn er gesprungen ist, nachher dehnt sich das nach vorne. Aber das sieht man auf den ersten Blick eigentlich. Du kannst auch den Abstand messen von der Achse bis zum Schwingenbolzen an einem ordentlichen Moped und bei dem, was du kaufen willst. Das sollte natürlich das gleiche Maß haben. Ich würde nachher mehr Wert drauflegen, dass du Papiere dabei hast, als wenn du und kriegst billiger und musst nachher aufs KPA, musst Bittgesuche machen, dass du hier Papiere kriegst. Und wenn du Pech hast, sehen die an der Rahmennummer, sie ist in Ungarn gelaufen und das gibt nachher Hudelei, die Schwierigkeiten. Jetzt habt ihr ja viele Informationen von uns bekommen. Guckt euch 4, 5 Mopeds an, wählt dann aus, welches am schönsten ist. Wie gesagt, nochmal darauf achten, die gröbsten Sachen, ob der Rahmen gerissen ist, verbogen ist, dass der Motor gut aussieht. Alles andere lässt sich mit einfachen Mitteln wieder reparieren. Das war es eigentlich auch schon wieder. So, guckt euch auch die anderen Tutorials an. Da könnt ihr bestimmt viel lernen davon. Tschüss, euer Rainer. Bis zum nächsten Mal, euer Mario.